De Rossi. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Den Ball spielt er raus. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke, warten auf die Chance. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Sie haben den Ball. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. De Rossi. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. De Rossi. Geht nach innen. Er zieht ab. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da passt er gut auf und dann ist er einfach gedankenschneller als die anderen. Der Abschluss dann nur noch Formsache. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Gut geklärt, aber Einwurf. De Rossi. Und das ist der Ballverlust. Toller Pass. Sie haben Platz. So, das ist abseits. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Klares Abseits hier. Schade, wäre keine schlechte Möglichkeit gewesen. De Rossi. Fängt diesen Ball ab. Super dazwischen gegangen. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Klasse gemacht. Und jetzt der Schuss. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Kurze Ecke. Hereingabe kommt lang. Gut aufgepasst. Er hat die Flanke. Guter Pass jetzt. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Vermeintlich klar.
Durchgang 2 läuft. Das gibt Einwurf. Flanke jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Zu unkontrolliert abgeschlossen. Die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Kurz ausgeführt. Da ist die Hereingabe. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Tolles Zuspiel. Klasse gespielt. Versucht. Wie macht er den denn rein? Aus der Distanz war es leicht für ihn, das Tor zu machen. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. De Rossi. Er überzeugt heute als Passgeber. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Kurze Ecke. Jetzt die Flanke. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Fängt diesen Ball ab. Das könnte gefährlich werden. Klasse Pass. Das gibt einen Eckball. Der Ball kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Das könnte die Gelegenheit geben. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Er ist da und kann den Ball hier klären. Einwurf jetzt. De Rossi. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt schießt er. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung hier ausbauen. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vorn und wollen das Ding... Da schießt er! Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg.
Da packt er einen Trick aus. Klasse. Den Ball spielt er raus. Defensive ist gut. Und jetzt der Schuss. Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Jetzt kommt die Ecke. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Über die Torauslinie. Ecke. Eine kurze Ecke. Ball kommt rein. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Super dazwischen gegangen. Kein guter Abstoß, der Gegner am Ball. Gutes Tackling. Acht Minuten jetzt noch. De Rossi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Macht er ihn. Den hält er. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Und da ist der Ball wieder weg. Gute Möglichkeit. Schuss! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da sah es kurz so aus, als könnte er die Balance verlieren, aber er fängt sich wieder. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Und da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. Zwei Siege in Folge sind das jetzt gewesen. Sie scheinen wirklich gut in Form zu sein. Na, ich bin mal gespannt, ob das so weitergeht oder ob der Einbruch kommt. Zuletzt haben sie gewonnen und klar, so soll es heute weitergehen. Ich bin wirklich gespannt, ob sie sich wieder so gut präsentieren. Und das Spiel läuft. Da ist der Ball weg. Schönes Zuspiel. So, geht er gleich gut los hier.
Frühes Tor, das wird interessant hier. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. De Rossi. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Da kommt der Pass. Den spielt er in den Lauf. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Bah. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel. Tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Schöner Steilpass. Ein gelungener Pass. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. De Rossi. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Super Aktion, gut geklärt. Und das ist der Ballverlust. Da wäre jetzt Platz. Da gewinnt er den Zweikampf. Das könnte die Führung geben. Und hier hätten sie in Führung gehen können. Oder vielleicht sogar müssen, denn das war eine wirklich gute Gelegenheit. De Rossi. Jetzt schießt er. Tolle Aktion vom Torwart. Ja, es gibt Eckball. Kurze Ecke. Da kommt der Schuss. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Tja, Konterchance vertan. Die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben sie ein wenig vertrödelt. Guter Pass jetzt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ja, schwacher Ball hier. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Den Ball kann er abfangen. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Und da gibt's jetzt den Einwurf.
Den Ball gibt er erstmal nicht her. Sie holen sich den Ball. Jetzt gibt's Einwurf. Ganz souverän hier vom Torhüter. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Toller Zweikampf. Da verlieren sie den Ball. De Rossi. Ballverlust. Muss Einwurf geben. Schöne Aktion. Geht er rein. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Kurz ausgeführt. Da ist die Flanke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da gewinnt er den Zweikampf. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Oder ist der Ball wieder weg? Klasse Pass. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Toller Pass. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Die Führung also jetzt. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Schulmäßig. Ein super Kopfball. Tolles Tor. Buschi. Ja, da zeigt er, was er kann, Wolf. Gutes Timing. Klasse gemacht. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. War. De Rossi. Gutes Technik. Ja, das gibt Einwurf. Schöne Aktion. Und das gibt Eckball. Jetzt die Ecke. Bei dem Eckball ist er da.
abgepfiffen. Es gibt den Freistoß. Den Ball nimmt er mit dem Kopf, geht aber ins Aus. Klasse Zuspiel. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Abgeklärt gemacht hier mit der Hacke. Gute Aktion, da ist die Flanke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Auch in dieser Szene sieht der Torhüter nicht gut ausgeschickt. Ja, das hat sich abgezeichnet. Er war bisher nicht gut im Spiel. Diese Unsicherheit muss er schleunigst abstellen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er passt ihn auf den Flügel. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Abseits, er ist zu früh gestartet. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Starke Aktion. Er lässt den Verteidiger stehen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Er überzeugt heute als Passgeber. Wahr. Da trennt er ihn vom Ball. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Den Ball hat er. War. Guter Pass. Da hat der Torwart gar kein Problem. Einsatz hier. Schönes Zuspiel. Und die Situation ist wieder bereinigt. Sie haben Platz. Gut durchgesetzt. Gibt Vorteil. Kein Zweifel, das ist Freistoß. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Da kommt die Hereingabe. Die Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gut gemacht, er hat den Ball erobert.
Klasse Pass. Da müssen sie aufpassen. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Die Szene eben. Also den Ball muss er erstmal halten. Hat er klasse gemacht. Fairer Einsatz hier. Das gibt einen Eckball. Geht er rein? Was für eine Chance. Wenn er die Wiederholung sieht, dann wird er sich noch mehr ärgern. Ja, das glaube ich auch. Da kommt der Eckball klasse rein. Und dann kann man schon erwarten, dass er diese Möglichkeit besser nutzt. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war wirklich eine tolle Saison von Ihnen bisher, muss ich sagen.
jetzt darf man sogar vom Titel träumen. Der Aufstieg steht ja ohnehin fest. De Rossi. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Rodriguez. Kalou. Ganz einfach an den Ball gekommen. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Ball draußen, gibt Abstoß. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Tackling. Das frühe Pressing jetzt. Rodriguez. Suarez. Touré. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ballverlust. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. De Rossi. Das könnte gefährlich werden. Jetzt könnte der Pass kommen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Fängt diesen Ball ab. Gute Aktion, gut geklärt. Da kommt der Pass auf außen. Kommt jetzt die Flanke rein. Er versucht. Es gibt Ecke. Die kurze Variante. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Weg ist der Ball. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Kurz ausgeführt. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Und da ist der Ball wieder weg. Es gibt hier die Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Oh, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Super dazwischen gegangen. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Ecke kommt rein. Kalou. Ja, und so geht's natürlich nicht. Nee, ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Muss er besser lösen, müsste Geld geben. Er sieht die gelbe Karte und das Foul auch noch an einer nicht ungefährlichen Stelle.
Und für Freistöße haben sie ja ihre Spezialisten. Das könnte gefährlich werden. Fällt das Tor doch noch. Und das ist der Ballverlust. Und er gewinnt den Zweikampf. Weiter alles ausgeglichen. Wenn er den gerade nicht gehalten hätte, sähe es anders aus. Rodriguez. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da passt er auf. Klasse, dass er da rauskommt. Und so kann er den Ball eben halten. Klasse Aktion. Die Möglichkeit zu flanken. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Guter Ball nach draußen. Ball draußen wird Einwurf geben. De Rossi. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Da kommt der Schuss. Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. De Rossi. Immer wieder diese schnellen Pässe, sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Spielt er den Ball in den Strafraum. Schöne Flanke. Könnte die Führung werden. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Super Aktion, gut geklärt. Keine Tore zur Pause für... Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Kalou. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Klasse! Fängt diesen Ball ab. Sie müssen aufpassen. Kalou. Toni. Da kann er ihn stoppen. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Rodriguez. Und jetzt gehen sie über die Flügel.
Rodriguez. Jetzt könnte der Pass kommen. Sie holen sich den Ball. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Er überzeugt heute als Passgeber. Wird das seine Torchance? Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Chance zur Führung. Und Tor! Boah, das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Sie haben die Oberhand. Das Ding war überfällig. Sie haben sich hier viele, viele Tormöglichkeiten herausgearbeitet. Und jetzt haben sie sich belohnt. Wirklich gute Leistung heute. Das Tor, die logische Folge. Touré. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Rodriguez. Toni. Suarez. Touré. Ja, schwacher Ball hier. Jetzt müssen sie aufpassen. Entschlossen geklärt. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Kalou. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Ah, Tick zu weit. Guter Pass. Da kommt der Pass. Gute Idee, dieser Ball. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Suarez. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Sie bekommen den Einwurf. Den Ball holt er sich. Er spielt den Pass auf den Flügel. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Toller Pass. Was für ein Tor! Aus der Distanz war es leicht für ihn, das Tor zu machen. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Rodriguez. Und da ist der Ball wieder weg. Toni.
Gute Aktion. Den Ball kann er klären. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Oh, mit der Aktion holt er sich nur gelb ab. Für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. De Rossi. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Tja, das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, und vor allem, weil sie bis zum Schluss konzentriert weiter nach vorne gespielt haben, das muss man ja auch erstmal so umsetzen. Wenn Ihnen heute der Sieg gelingt, dann wären das schon die entscheidenden 3 Punkte für den Aufstieg. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Schöner Pass. Fängt diesen Ball ab. Klasse Technik. Jetzt müssen sie aufpassen. Vorteil, Spiel läuft weiter. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Kurz gespielt. Der Angriff könnte was werden. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Auf Außen ist Platz. Da trennt er ihn vom Ball. Sanja. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Keine gute Aktion vom Torhüter. Die Möglichkeit zu flanken. Er schießt. An den Pfosten. Da kam er genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Eben war das Aluminium im Weg. Hätte gut und gern die Führung sein können. De Rossi. Und das ist der Ballverlust. So, die kurze Variante. Sie haben Platz. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Guter Pass, so machen Sie das Spiel breit. Ekpon Lahore.
Kone. Sehr guter Einsatz. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klar. Er gibt Freistoß, klar. De Rossi. Das macht er super mit Technik. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Kagawa. Chance zur Führung. Der Ball geht an den Pfosten. Das ist natürlich ärgerlich. Freistoßentscheidung korrekt. Gute Chance, wäre die Führung gewesen, aber Alu war im Weg. Er gibt das Foul und Freistoß. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Die lassen sich teilweise schon viel Zeit, also da soll wohl die Uhr runtergespielt werden, wenn irgendwie möglich. Das Unentschieden scheint ja auch für sie zu reichen und deshalb haben sie nicht mehr wirklich richtigen Drang, weiter und vor allem schnell nach vorne zu spielen. Schönes Zuspiel. Klasse Aktion, Ball ist weg. De Rossi. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ekpon Lahore. Und die Situation geklärt. Schöne Aktion. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Da macht er ihn rein. Ist das der Treffer zum vorzeitigen Aufstieg gewesen, Buschi? Jetzt, Wolf, haben Sie alle Chancen. Wenn Sie diesen Vorsprung über die Runden bringen, dann haben Sie es. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse Pass. Er versucht es ganz frech. Und jetzt die Chance. Und er trifft. Und so langsam kann man ihm wirklich zum vorzeitigen Aufstieg gratulieren. Sieht in der Tat richtig gut aus mit der Leistung heute, aber auch absolut verdient. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält es gut, aber hat im Anschluss keine Chance mehr. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Das gibt Einwurf. Er zieht ab und versucht den Torhüter zu überraschen. Jetzt vielleicht. Jetzt kommt der Schuss. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Und jetzt gibt's hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. So, die kurze Variante. Ballverlust. Nee. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Flanke bleibt hängen. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe.
Das ist noch gefährlich. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Super Parade. Also den hält nicht jeder. Auf Außen ist Platz. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Ekpon Lahore. Schönes Zuspiel. Trifft er, ja, drin, Tor. Aus der kurzen Distanz hat der Torhüter keine Chance. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Da wäre jetzt Platz. Da kommt die Hereingabe. Gut aufgepasst. So wird... Ob diese Partie wirklich noch... Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. De Rossi. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Schöner Pass. Den will er mit Gefühl machen. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Kurze Ecke. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Macht das ganz sicher. Wieder ein Eckball. Jetzt die Ecke. Die Chance. Sie bieten sich an. Da gewinnt er den Zweikampf. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Gut in den Lauf gespielt. Da kommt der Pass. Und da ist... Stark! Das war's mit der Chance. Jetzt Eckball. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Der Angriff könnte was werden. Super dazwischen gegangen. Ball vertändelt, er geht raus. Gleich bringt er die Ecke rein. Die Ecke kommt. Zip. Und jetzt die Chance. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Schwache Aktion, Ballverlust. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt vielleicht.
Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Und wieder gibt's eine Ecke. Kurze Ecke. Und jetzt ein Schuss. Das ist der Treffer. Den schießt er schön flach in die Ecke. Klasse Tor, schön ins Eck verwandelt. Heute ist er nicht der gewohnte Rückhalt. Leider nein, keine gute Leistung und sie liegen nun schon deutlich zurück. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Rückpass zum Torwart. Und jetzt ist der Ball gleich wieder weg. Guter Pass, das könnte Chance werden. Er zieht ab. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Super Pass. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Den Ball hat er, ganz souverän. Klasse Pass. Er spielt den Steilpass. Gut gespielt. Ist das die Chance? Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Das könnte gefährlich werden. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Die Schlussphase läuft und es sieht richtig gut aus für Sie. Ja, das müsste doch der Aufstieg sein. Sie haben das hier heute souverän gemacht. Eine klasse Leistung. Witzel. Klasse Aktion, Ball ist weg. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schönes Zuspiel. Schuss! Voller Einsatz. Schuss geblockt. Gefällt mir gut. Sie ruhen sich nicht auf der Führung aus, sondern wollen nachlegen. Er passt ihn auf den Flügel. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. De Rossi. Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Und direkt die nächste Ecke. Und jetzt die Chance. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Ganz einfach an den Ball gekommen. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Jetzt vielleicht. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Und da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff.